Mahlzeit zum 13.05.2018. Ich sitze hier auf meinem zweiten Lieblingsplatz im AV 97. Das ist ganz hinten auf der Rückbank, auf der Mitte. Ja, sitze ich immer sehr gerne. Manche wissen das ja schon. Allerdings der Lieblingsplatz ist immer halt noch vorne. Ich glaube, das wird auch definitiv so bleiben. Gut, also allen Müttern wünsche ich heute einen schönen Muttertag und natürlich auch den werdenden Müttern. Lasst es euch heute mal so richtig gut gehen. Ich denke mal, dass eure Männer, eure Kinder heute ganz besonders lieb zu euch sein werden. So wie die Frauenwelt zu euren Männern am Vatertag lieb ward. Es sind mir keine Klagen irgendwie zu Ohren gekommen. Also eure Männer scheinen sich ja sehr gut benommen zu haben. Und wenn nicht, kann ich es jetzt gerade auch nicht ändern. Aber zu mir ist nichts Negatives vorgedrungen. Im Gegenteil, viele Frauen haben gesagt, mein Mann hat sich das heute verdient. Das habe ich sehr viel gehört. Dann wird das so sein. Wir sind ja auch grundsätzlich immer lieb und nett. Nur ihr Frauen seht das ab und zu halt etwas anders. Ne? So ist es halt nun mal. Gut, was soll ich machen? Es ist so, wie es ist. Gut, also in dem Sinne, mein Dienst beginnt. Einmal die 24, einmal die 21, bis heute Abend, ich glaube 20:30. Dann habe ich Feierabend und dann habe ich, ihr werdet es kaum glauben, eine Woche Urlaub. Genau, ich werde Pfingstmontag dann erst wieder im Einsatz sein. Werde mir ein paar schöne Tage machen, leider ist schon mein Terminkalender schon wieder brechend voll, aber was soll ich machen, ich rege mich nicht auf. Ich freue mich dann schon wieder, wenn ich dann bei euch fahren darf. In dem Sinne, wie gesagt, noch schönen Muttertag, schönen Sonntag an alle und wir sehen uns.